Oh, da ist ein Dicker, glaube ich. Das ist echt cool, das hält die voll auf. Du musst ja gar nicht mehr, wo, wie ihm geschieht. Das geht echt an. Halt er die Sprüche immer, ey, komm doch. Ich mach dich Krankenhaus. Genau. Oh, mal gucken, vielleicht gibt's da schon den ersten Dungeon. Aber ist eigentlich ganz cool, dann können wir die Bosse nochmal machen, mal gucken, ob die jetzt leichter sind. Ich glaube, hier müsste schon der erste Dungeon kommen. Ja. Wieder für einen Dungeon. Das geht aber echt schnell, ne, mit den Dungeon. Ratzfatz. Naja, es gibt hoffentlich ein paar, nicht nur den einen. War das nicht sogar hier, wo wir so lange gebraucht haben, wo es 3 Stück gab oder so? Ja, 3 oder 4. Und dann, wo wir ewig nach diesem Weg gesucht haben, irgendwo hin. Genau, richtig. Boah, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war auch richtig schwer am Anfang. Ja. Ach, das ist die Jägerin hier. Ja. Ach, das können wir auch nochmal machen. Ja. Ich warne dich. Ist halt kein Endboss, ne? Besten kommst du mir nicht zu nahe, Freund. Ach, verdammt. Aber nicht mehr lange. Hier. Ich lasse gerne. Pass auf deine Füße auf. Und pass auf deine Füße auf, das ist ja nett. Mal die gute Ikea-Einrichtung hier platt machen. Oh ja. Ja. Typisch, dass ich so sterben werde. Ugh, dieser Gestank! Vorsichtbombe? Ja. Ich sag's noch und aber es hat mich nicht erwischt. Nee. Nachladen! Oh! Ja, jetzt kommen die Stinker ja wieder an, die muss man ja. Muss ich erstmal dran gewöhnen, ey. Alter, die alten Gammelfiecher. Schreien. Ja. Jetzt hier sogar gutes verzinktes Eisen. Oh, Alter, hier kannst du aber richtig schön sammeln. Gibt's die schöne Kiste? Alter, da können wir aber aufleveln, ey, hinterher. Ich denke auch. Oh, was? Alter Stinker, ey. Alter, wie sie zerplatzen. Oh mein Gott. Hab ich geschafft. Ach, da war noch einer, der so mich gekitzelt hat. Genau. Ich dachte immer, Mensch, was läuft denn da hinter mir hinterher? Gute, Moment. Ja. Ich muss mal kurz hier meine Blutung stoppen.
Ja, gut, habe ich gemacht. Oh, Altmetall, verzinktes Eisen. Alles, was wir brauchen, was das Herz begehrt. Und Heilung obendrauf. Ja. Oh, das okay. Gute Spinat hier. Und richtig hier abgehen dann. Eine kleine sportliche Aktion hier. Aber nicht mehr lange. Sehr gut. Aufpassen, dass wieder die Fäulnis im Gange. Ja, ich bin auch verseucht. Brauchte man dafür nochmal für das Öl? Ah, das habe ich sogar. Das gute Öl. Da lerne ich wieder neue Sachen. Ach, das ist ja cool. Da finden wir, glaube ich, dann auch wieder diese Folianten und sowas. Mhm. Also, so verkehrt ist das wirklich nicht. Wenn wir alles nochmal schön durchzocken. Gerade jetzt scheint es ja noch einigermaßen von der Schwierigkeit her zu funktionieren. Ja. Morgen können wir ja vielleicht dann echt dieses Man of Medan mal ausprobieren. Mhm. So. 8 Stunden durch. Ja, das soll auch nicht so groß sein, ne? Ich glaube auch. Oh, Alter. Öl. Wie geht der denn ab, ey? Den habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich bin hier gerade im gierigen Level, ich muss das alles einsammeln. Njam, 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 njam. Ach, Öl muss ich auch mal nehmen hier, das war schon wieder verseucht hier. Oh, Entschuldigung. Ach so. Ich dachte, was war das denn? So, ist das schon was zum Einsammeln? So. Immer schön den Lootfinger bereithalten. Ja. Brauchst du noch Muni? Ja, Muni ist gut. Ja, und da hinten gibt's auch noch. Oh, das ist gut. Alter, dann können wir die Waffe aber richtig aufleveln. Das auf jeden Fall.
Gut, dass wir hier nicht diese Viecher aktivieren. Weißt du noch, das letzte Mal, damit ja, liefen überall unsere und die anderen rum. Ja, und wir wussten gar nicht mehr, wer war, ne? Irgendwie. Ja. Oh, Bogenschütze. Zerlegt. Ja. Oh, du wusstest. Ja. Ich glaube, du brauchst noch einen Cappuccino. Oh, lecker. Ja, ist echt eher nervig. Ich weiß noch, bei dem einen Endgegner, wenn der da gehustet hast, dann musst du es weglaufen und keine Chance. Ja, stimmt. Augen auf! Da sind vielleicht noch welche. Wir haben es geschafft. Oh, hier ist noch eine schöne Box. Schöne Kiste. So. Oh, wir haben es geschafft. Vorsicht. Ah, du sagst es noch, ey. Vorsicht, und was mache ich? Schön erstmal durchlaufen. Na ja, sicher, man muss es ja ausprobieren, ne? Ja. So, Checkpoint, kurz setzen, oder? Dann sind die Gegner wieder da. Achso, können wir auch machen. Müssen wir nicht sonst so da oben durch jetzt? Ja, aber wir müssen zurücklaufen, da geht's nicht durch. Ah, okay. Nee, dann stimmt, dann wär's ja blöd. Ich meine, wir können die auch auf dem Rückweg nochmal, ne? Können wir ja nochmal quasi Zeugs sammeln. Ach, warte mal, ich hab doch den Schlüssel hierfür. Die haben wir beide. Ah, guter Mann. Ja. Und einen Eigenschaftspunkt gab's gleich. Wir haben illegal eine Kopie gemacht. Jetzt hat's mich erwischt. So ein bisschen. Scheißviecher. So. Gleich zack auf die Fresse. Es explodiert nicht, sondern man fliegt nur so komisch weg, ne? Ja, genau. So, was ist denn das hier? Sehen wir eine Kiste. Ich sehe was Blaues, Lilanes. Hier im Tresor. Die Jagdpistole haben wir jetzt nochmal bekommen. Ja. So, eigentlich nur Altmetall dafür. Ja. Kommt man da vielleicht doch hoch? Hm. Nee. Natürlich schön, wenn man da hochkommen würde. No. Ja, was sagst du denn? Wollen wir uns noch mal durchballern oder? Ja, können wir ruhig machen. Dann können wir uns ruhig an den Stein setzen. Ja, ballern wir uns noch mal durch. Alter, da können wir sammeln ohne Ende. Ja. So. Da kommt gleich wieder angelaufen. Nachladen. So, immer schön offensiv. Ich finde die Waffe so geil, ey. Hm. Ja, Vorsicht, der stinkt. Ja, jetzt ist er weg. Ja, das so geht's auch. Abkürzung. Hm. Und so geht's auch.
Ich dachte, was ist denn jetzt los? Alter, hast du voll hingeballert. Ja. Aber das Teil sieht auch echt cool aus. Ja. Dass sie das überhaupt grafisch heutzutage so umsetzen können, das finde ich schon cool. Ja, ich gehe mal aus der Schusslinie. Dafür ist das Maschinengewehr echt Gold wert, ne? Mhm. So, Eigenschaftspunkt wieder. Er steht jetzt wieder, warte auf die restlichen Spieler. Okay. Aber das hatten wir auch schon mal, ne? Ja. Ist noch eine Kiste, die haben wir übersehen. Reicht. Oh, so reich sein. Ja. Zack. Das ist auch nicht schlecht, ne? Hier hat man voll den Tunnelblick. Ja, auf jeden Fall. Komm ich mir vor wie ein Frauenarzt. Da kommt wieder Pummelo vom Ecke, ne? Bestimmt. Vorsicht, da kommen sie noch. Oh, ich hätte zerlegt. Krass. Kein Problem. Kann mir nichts. Oh, jetzt kann er mir doch was. No, jetzt ist er weg. Haben wir ihn weggemacht. Genau. Oh, große Lippe. Zack. Ah, das ist gut. Spinat. Mhm. Ja, gleich wieder. Oh, aufpassen. Ja, was? Gleich wieder hier offensiv. Ist das auch so cool? Alter! Der hat sie gleich zerlegt. Ja, bei so vielen Gegnern ist das echt mega, das Teil. Ja, absolut. Ich hab keinen Platz. So, kannst du auch. Ich hab aber Platz. Ja. Sehr gut, sehr gut. Noch mehr Platz. Ja, wie schmeckt dir das, du Bastard? Du Bastard. Ja, ganz gut. Ach ja, hier war ja nichts. Oh. Wie schmeckt dir das? Ich würde welche, ich sehe sie aber nicht. Ja. Dass die Sprengfallen auch da sind, ist ja, die werden ja wieder neu geladen, ne?
Ich glaube auch, ja. Na gut. So, du hustest. Na gut, dann können wir uns ja nochmal hier aufladen und dann gehen wir raus und gucken uns einen anderen Dungeon an. Das ist auf jeden Fall gute Arbeit. Auf jeden Fall. War schon geil, ne? Wenn man merkt, dass man ein bisschen mehr Power hat jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja, da hatten wir schon ein paar Schwierigkeiten am Anfang. Mhm. So. Die Stadt erkunden, sagen sie. In your face. Mhm. Oh, das gute verzinkte Eisen. Nur das Beste, ne? Mhm. Kommt sich hier so ein bisschen vor wie so ein Plünderer hier. Oh, da hinten sind zwei. Oh, hier ist noch ein gutes Regal. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als wenn man einen Trainer hat oder so. Weißt du läufst jetzt so durch, weil du so Power hast und ballerst die alle so nieder. Wobei die Fetten sind immer noch extrem, finde ich. Ja. Oh, hier gibt's ein Loch, hier kann man runterfallen. Oh. Ich glaube, hier müsste mal wieder neu tapaziert werden. Ja. Sieht so ein bisschen Alpenbacken aus hier, ne? Ja. Mann. Bisschen verwahrlost. Das sind bestimmt die neuen Sozialwohnungen. Genau. Ich dachte, es wäre der Berliner Flughafen. Ach, also dasselbe Problem wie ich auch. Kannst du es einsammeln, ne? Ich hab's noch nicht probiert. Ich probier's gleich mal. Doch gehen. Ja, gehärtetes Eisen. Oh, richtig gut. So. Habe ich auch. Oh, sehr schön. So. Oh, da ist der Dicke hinter dir. Oh, der hat mich sogar erwischt. Ja. Mich hat er auch erwischt. Das war sogar der Kleine, der mich erwischt hat. Ah, scheiße. Das hat mich auch zerlegt. Ich dachte so, ach, ganz locker, weißt du, zeigst Attila mal, wie es geht. Ja, schön ja. Herz nehmen, ne, und dann alle platt machen und dann zu dir und dich dann retten. Scheiße. Vor allem noch so große Fresse. Ah, jetzt ist so billig, ne? Als hätte man hier einen Trainer an. Genau, den laufen so durch, so. Ja, scheiße. Naja. Ja, ich meine, der Computer hat ja einen Trainer an, ne? Also von daher. Ja. Ja, das ist echt, wenn man leichtsinnig ist.
Ich nehme nur mal kurz die Munition. Oh nein. Das kommt jetzt schon wieder. Ach, der wieder. Fenster kommt. Alles in Ordnung bei euch? Gut. Wenn man schafft, so Headshots zu machen, dann macht man sogar ziemlich viel Schaden. Ja. Das geht richtig ab dann. Hier gibt es aber auch viel verzinktes Eisen und so. Richtig ja. Gut. Hier gibt es auch ein Gebäude, ja. Mhm. Ich guck mal kurz rein. Ja, ich komm mal mit. Brauchst du Munition? Geht noch. Okay, dann sammle ich die erstmal ein. Ja. Oh, schön Stühle kaputt kloppen und so. Ja. Das geht immer, wenn man eine Stuhl-Flatrate hat, dann geht das. Genau. Ist. Ja, der geht schon gut da. Ja. Ach, da waren wir ja schon drin, oder? Ne? Ja. Naja. Oh, die gute Kiste. Einmal fett im Kreis gelaufen jetzt. Ja. Da hinten fetter oder? Ich glaube ja, da hinten, ja. Warte mal, den droppe ich gleich mal eine Bombe rein. Oder? Nee, das ist ein normaler. Oh. Augen auf, da sind vielleicht noch welche. Ja, wir gucken ja schon. Gut. Da. Ja. Die Geräusche von denen immer. Ja, die sind schon witzig. Ja. Ich höre so viele, wo sind die denn? Ich bin versteckt. Ich dachte auch eben so, kommt gar keiner mehr und dann waren sie auf einmal hinterm Bus. Das passt nicht mehr. Ich habe hier noch was, vielleicht passt das bei dir. Ja. Jo. Das hier passt auch noch bei mir. Oh, sehr gut. Munition. So. Und das hier gibt's nichts. Mal kurz hier ins Gebäude rein, vielleicht kommt man da raus. Hm?
Aber ich höre schon, du räumst auf. Ja. Gerade du ballerst die nieder und ich krieg einen Eigenschaftspunkt. Das fand ich auch geil. Das ist auf jeden Fall immer gut. Es hat sich gelohnt. Das gute Regal. Gehärtetes Eisen. Genau, vielleicht hat hier einer noch ein altes Bankschließfach oder so. Ja. Oh, Altmetall. Die Teile. Oh, ich komme. Oh, die gute vegane Ernährung. Ja, es ist halt Photosynthese, ne? Mhm. Das gute Chlorophyll. Wenn Zucker sich in Stärke umwandelt. Wollen wir da auch rein? Nee, oder? Also, warum nicht? Können wir mal gucken, ob keiner guckt. Ja. Vielleicht haben die da auch ein bisschen Eisen liegen lassen, ne? Mhm. Haben sie tatsächlich. Eisen. Ja. Jetzt habe ich einen Eigenschaftenpunkt gekriegt, obwohl du die gekillt hast. Ach cool. Hier oben ist was, was ich nicht einsammeln kann. Vielleicht da komme ich dann. Ja, habe ich auf jeden Fall. Noch keinen Platz. Was, nie Platz? Nee. Wenn irgendwie ich sammle alles ein, hab nie Platz. Ein Schrank. So, ich vergebe mal meinen Eigenschaftenpunkt. Ach ja, das mache ich auch mal. So, 157 habe ich jetzt Level. Ich habe 126. Okay, ah, da hinten ist noch was. Das. Aber gut. Ich habe 5 Eigenschaftenpunkte. Oh. Oh, die kannst du alle schön vergeben, ey. So. So, habe ich voll klar gemacht. Das ist gut. Auf die Map? Ja. Genau, da lang ist gut. Mhm. Die schönen Europaletten. Definitiv. So. Jedes ist ein 10er wert, ne? Ja. Hier hinten können wir wieder jetzt rein. Jawohl. In alle. Können wir schön in Gulli kriechen hier. Ja. Gulli gut. Geschmiedetes Eisen, stark und robust. Schwer zu glauben, dass es früher in Fabriken verarbeitet wurde. Das stimmt. So. Okay, da gibt's einen Stein. Oh, der Stein der Weisen. Bestimmt ein Endboss. Mhm. Am Ende. Am Ende gibt's immer einen Endboss. Ja. Genau. Ein Wario. Ja. Jetzt, was riecht hier so? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Okay. Oh, hier liegt's überall rum. Genau. Wer Faxen macht, kriegt auf die Nase. Bamli, ne? Hm. Kommt da so ein Typ, hat's richtig Bam gemacht. Im wahrsten Sinne. Oh. Können wir? Oh. Ja,
Haben die sich einfach von hinten angeschlichen? Jo. Ohne gute Kiste. Oh, das ist aber richtig gut. Ich bring was mit. Oh. Ja, das war das Besuch. Da hätte ich die gute Bombe benutzen können. Ja, stimmt, aber die ist leer, die muss das wieder aufladen. Ich muss mir erstmal die Welt schön schießen. Mhm. So. Lag da was? Nö. Ging aber leicht. Ja, gar nichts. Oh. Also jetzt kann ich auch reingehen und trink gleich nochmal Öl, weil ich bin ja sonst schon verseucht. So, jetzt bin ich wieder fit. Das mache ich jetzt zu Hause auch. Wenn ich krank bin, haue ich mir eine Pulle Öl hinter die Pins. Oh, da hinten ist was Lilanes. Zerplatzen. Ja, ist gut. Ich guck noch mal kurz hier rum. Mhm. Oh, hier ist Kiste. Oh, Kiste, gut. Ja, war jetzt nicht so viel drin. Hier ist auch Kiste. Ah. Auch gut. Hier ist was Lilanes. Oh, oh. Eine Pünktchen, oder? Anton und Pünktchen. So, warte mal. Ach, nur Altmetall. Oh, wie langweilig. Ich hab gedacht, das ist ein schöner Eigenschaftenpunkt. Das ist ja cool gewesen. Ja. Oh. Oh nein. Kommt wieder ein Dicker. Tarzan, Karl und Klößchen. Ach, hinter uns ist der. Da kommt er. Gleich. So, warte. Ja, jetzt kannst du welche mitgeben. Darfst du? Jo. Das ist gute Arbeitsteilung. Alle Taschen. Ja, hier kannst du auch nochmal sammeln. Und ja, ich bin auch schon ziemlich pleite. Also ich meine kaum Muni. Hm. Jetzt geht's wieder. Gute Arbeit. Mhm. Siehst du eigentlich auch mein komisches Leuchten? Welches? Nee, du leuchtest so rot, ne? Was denn, waren das? Jetzt nicht mehr. Das war diese neue Eigenschaften-Scheiße hier, dieses neue Mod-Ding. Ah. Oh, Band des Wissens. Das wollen wir doch gleich mal ausnutzen. So, Eigenschaftenpunkt. Oh, ich denke mal, ich habe so viele Punkte eingesammelt, aber das reicht ja immer noch nicht, bis man alles aufgelevelt hat. Ja, das wird ewig dauern. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Achso, hier ist die Heilung. Ah, cool. Die kann ich gut gebrauchen.
Oh, das ist ja wie Wellnessurlaub. Ich glaube, ich nehme auch mal kurz diese andere Waffe. Okay, vielleicht doch. Junge, Junge, ey. Und ein Boss kommt wieder. Wo ist der denn? Ach, hier ist er. Ist er bei dir? Dann geh mal weg, weil dann, wenn er dann kommt. Ja. Bombe reingedrückt. Ja, der beamt sich weg, der Arsch. Alter, der wollte es aber wissen. Ich habe jetzt auch die Bombenwaffe geholt. Also, genau. Die ist echt gut. Also, da bin ich richtig begeistert von. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ja. So. Aber das Visier nutzt du auch nicht wirklich, oder? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, ob das so lange dauert irgendwie. Ich vermute mal, wenn man so Scharfschütze ist oder so, ist das bestimmt ganz cool, aber ich komme da nicht ganz so klar mit. So, mal gucken, ob es jetzt einen Endboss gibt. Ja, so langsam wird es auch Zeit. Endboss, Endboss, Endboss. Ist bestimmt geil, wenn man so einen Endboss hat, wo viele kleine Tierchen kommen. Dann kann man nämlich schön mit der Waffe eine Bombe erzeugen, dann können die da alle reingesogen werden. Mal gucken. Vielleicht kommt auch gar kein Endboss. Mal gucken. Ja. Doch. Aha. Und dann wollen wir mal schauen. Ja, da bin ich mal gespannt. Wo kennen wir den schon? Also ich nicht. Ich auch nicht. Krass. Was ist das denn? Ui. Pinocchio. Alter, Pinocchio. Genau. Oh nein, nicht gut. Alter, der da rüber steigt und hier hinterher läuft. Ja. Ich mag den nicht. Nö. Der hat so eine Hannibal-Lecter-Maske. Der kriegt auch ganz gut was. Also. Oh. Blöd, Mann. Aua. Pass auf, ich werde ihn jetzt mal die Bombe verpassen. Mach das. Ich werde ihn jetzt auch die Bombe verpassen. Oh nein, doch. Geklappt. Ah, reingezogen. Nein, der schafft es raus. Er hat es nicht ganz rausgeschafft. Oh, diese Saatfäulnis, die geht mir mal am Sack. Ja, das ist echt ätzend. Das ist vor allem überall, ne? Man kann ja gar nicht. Also, ich gebe ihm noch mal ein. Ja. Man kann ich ihm auch noch eingeben? Nee, der hätte mir beinahe eingegeben. Nicht so gut. Ja. Oh, das war gut. Das war's. Geil, Eigenschaften passen nicht mehr.
Ja, der war ganz einfach mit der Waffe, ne? Ja. Ja, die ist auch genial. So. Das war schon ein mieses Viech. Also ich meine, das war... Ja. Man kann hier auch hoch. Hm. Was ich krass finde, was sich in dem Spiel ändert, dass man gar nicht mehr so ein Stresslevel hat irgendwie, ne? So am Anfang, da war man so, oh scheiße, Gegner kommt. Ne, ist gleich abgehauen und jetzt irgendwie ist man so selbstsicher. Naja, läuft man ein bisschen rum, gibt's halt mal auf die Fresse, aber ist alles easy. Nichts Schlimmes, ne? Ja. Oh, Eisen. So. Munitionskiste. Oh, hier kriegst du auch richtig geil verzinktes Eisen. Was ich nur krass finde, warum das ein anderer Endgegner ist. Warum kannten wir den denn noch nicht? Ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie 20 Stück oder so. Und immer wenn man es nochmal neu spielt, gibt es dann auch andere. Also es wird ja zufällig zusammengestellt. Ich weiß auch nicht. Ist ja ganz geil auf jeden Fall. Ja. So. Dann laufe ich dir mal nach. Oh, gut, die gute Heilung. Und die gute Saatfäulnis. Oh, Kiste. Zack, 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 zack. Alles eingesammelt. Jetzt hier noch was? Nee, ne? Kommt hier durch? Nee. Mal erstmal einen Boss niedergemacht. Ja, mal so ganz nebenbei. Ja. Der war leichter als die Viecher draußen. Ja, auf jeden Fall. Ja, war halt so ein bisschen behäbig, der Typ, bis er einen erwischt hat. Oh, Bluten verursacht Schaden über Zeit und verringert die Heilung um 50%. Krass. Ja. So. Ist eigentlich voll unfair, ne? Ja. Für uns ist das kein Problem. Nö. Die Monster haben es ein bisschen schwer. Oh, ein Checkpoint. Checkpoint Charlie ist hier. Weiß schon, wie spät haben wir es denn eigentlich? Ist schon fast 9, oder wollen wir dann erstmal heute Schluss machen? Wie du möchtest, also. 5 vor 9, ne? Genau. Ja, ich fände es nicht schlecht, dann können wir morgen um 10 weiterspielen. Ja, können wir machen. Ich glaube, diesen Teil hier muss ich mal gucken, wie die Aufnahme ist. Werde ich den dann auch mal hochladen, ja. Das war ja ganz cool. Ja. Das war auf jeden Fall. Oh, hier ist noch eine Kiste. Jetzt gucken, wo wir dann weiter müssen. Da lang. Wollen wir trotzdem nochmal in die Station zurück und nochmal kurz aufleveln? Können wir machen, ja. Zum Abschluss. Vielleicht kann man diese Waffe nochmal aufleveln, ne? Oder ich müsste mich sowieso... Oh, jetzt habe ich es gemacht. Ist egal, oder? Ja, das ist egal. Ich müsste, glaube ich, auch meine Rüstung und so... aufleveln. Ich bin nur auf Level 14, glaube ich. Ah, okay.